Gott, ich habe auch jetzt überall wieder Haare von Bankai auf dem Mic. Dann ist es sauberer, glaube ich, ne? Ja, aber nach heute auch bestimmt noch viel Nero mit drin. Ja, okay, Leute, wir sind hier komplett Anti-Clean-Girl-Aesthetics. Ich hoffe, you don't mind. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich, in Köln zu sein. Ich freue mich, bei dir zu sein, Caro. Und sehr gerne, love it. Ich finde, wir haben immer so eine gute Zeit zusammen. Es ist immer so sehr entspannt und laid back. Und ich finde es immer so witzig, weil ich habe das Gefühl, wenn wir so schreiben, bist du immer so richtig viel unterwegs. Und wenn ich hier dann bin, dann ist es so Pizza bestellen, Trash-TV gucken und einfach chillen. Und ich liebe es, dass du so down for it bist. Komplett. Ich meine, wir haben gestern Abend Pizza bestellt und lagen mit zwei Hunden im Bett. Oh. Und haben Trash-TV geguckt. Es war so was gibt's Besseres? Voll, voll, voll. Ich fand's auch richtig, richtig schön. Und für die Leute, die uns nicht kennen, das ist Caro. Sie ist heute meine Gästin. Und ich bin Mascha, euer Host. Und wir sind hier bei Herz über Kopf. Und es geht wie immer um juicy Reddit-Stories. Ja, Caro, ich habe ein Thema. Ich hatte ursprünglich ein anderes Thema, aber es gab ein paar organisatorische Änderungen und deswegen hast du jetzt das Thema bekommen, was du eigentlich wolltest. Ich wollte dir eine Story haben. Ja, ja, vielleicht habe ich die gar nicht mit reingepackt. Naja, egal. Vielleicht ist es so ein Teaser, damit wir danach nochmal eine Folge aufnehmen. Du bist so, weiß ich jetzt nicht. I don't know. Das Thema heute, und ihr wisst es schon, ihr habt ja schon drauf geklickt, ist Hochzeitsdrama. Es ist jetzt das Ende des Sommers, wenn wir das drehen. Viele Hochzeiten gab es über den Sommer. Und natürlich habe ich auf Reddit richtig viel gesehen an Stories, die wirklich wild waren. Und ich dachte mir so, Leute, die Sommersaison ist vorbei, die Heiratssaison ist vorbei. Es ist Zeit, dass wir über den Juice reden. Also bei Hochzeit bin ich jetzt so ein bisschen raus. Freundeskreis heiratet doch irgendwie nicht. Irgendwie ist da keiner. Die können jetzt alle mal anfangen, so keine Hochzeiten zu schmeißen. Ich habe Bock zu feiern. Ja, bald heirate ich vielleicht, ne? Ja, da wird es aber auch knallen, hör mal. Ja. Ich bringe den Shampoos mit. Ich lieb's. Aber bei Drama hast du mich. Bei Drama habe ich dich immer, ne? Give me the juice. Och, ich finde es halt echt krass, weil ich glaube, Hochzeit ist auch nochmal für viele HörerInnen von uns doch ein Thema. Und ich glaube, ich dachte erst, ich will so eine Bridezilla-Folge machen, aber ich habe dann so viele Stories gefunden, die sich so um das Heiraten insgesamt drehen. Die waren so juicy, dass ich mir so dachte, okay, nein. Wir machen erst eine Hochzeitsdrama-Folge und wenn du Spaß hast, machen wir nochmal eine Bridezilla- oder Groomzilla-Folge. Her damit. Ja, okay. Dann lass uns in die Stories gehen. Bevor wir in die Story gehen, wie immer die kurze Durchsage. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr den Podcast bewertet, wenn ihr ihn abonniert, wenn ihr einen Kommentar da lasst, wenn ihr uns auf Instagram folgt. Das würde uns einfach krass helfen und damit gehen wir jetzt in die Folge. Danke! Story Nummer 2. Wir haben auch gleich die erste gemacht. Leute, ich bin heute ein bisschen vercheckt. I'm sorry. Story Nummer 1 natürlich. Als Partnerin nicht zur Hochzeit eingeladen wegen Ex-Affäre. Wenn als Partnerin? Mhm. Aber ist sie da nicht der Main Act auf der Hochzeit? Nein, nein, nein. Warte, lass mich vorlesen, dann checkst du es. Caro, so, das macht jetzt schon keinen Sinn. Nein, sie ist die Partnerin von jemandem, der eingeladen wurde, aber sie darf nicht mit dazu wegen der Ex-Affäre der Person. Mhm. Okay. Okay, wir haben ja auch natürliches Licht, ne? Ich war gerade ein bisschen faul und dachte, das reicht so. Also wundert euch nicht, wenn es hier ein bisschen sonniger und dann wieder weniger wird. Deutschland Sonne muss man genießen. Ja, ne? Wir nehmen das jetzt noch mit. Also, zurück zur Story. Nummer 1? Ja, nicht Nummer 2. Mein Partner, 42 männlich und ich, 39 weiblich, sind seit 1,5 Jahren zusammen. Wir sind beide geschieden, haben 5 Kinder durch unsere Ehen und meine ist sehr ernst. Wir ziehen nächstes Jahr auch zusammen. Nach seiner Scheidung vor 2,5 Jahren hatte mein Partner eine 4-monatige Affäre. Sie liegt nun schon 2 Jahre zurück. Der langjährigste Freund meines Partners heiratet im Oktober. Da er weiter weg wohnt, habe ich ihn noch nicht kennengelernt. Wir hatten uns alle untereinander schon gefreut, diese Gelegenheit bei der Hochzeit zu bekommen. Gestern rief der Freund an und sagte, es gäbe ein Problem. Die Ex-Affäre wäre nicht sehr glücklich darüber, wenn ich käme und er möchte einfach kein Drama auf der Hochzeit haben. Sie ist die Patentante seines Sohnes und daher eine sehr, sehr enge Freundin. Wir sind ein bisschen sprachlos hier, weil es nun echt lange zurückliegt, eine wirklich kurze Zeit betraf und tatsächlich nur eine Affäre war. Sie hatte beispielsweise nie seine Kinder oder irgendwelche Freunde kennengelernt, in Klammern außer den gemeinsamen. Andersrum war auch er vollkommen außen vor. Wie reagieren wir nun am besten? Okay, vielleicht liegt es daran, dass ich noch keinen Kaffee heute hatte. Mhm. Aber ist die Ex-Affäre die zukünftige Braut? Nein, das ist einfach nur eine Freundin. Okay, also die beiden Frauen werden beides gestern auf der Hochzeit. Mhm.
Seit wann hat die Mitbestimmungsrecht? Ja, die begründen das jetzt damit, dass sie ja die Patentante des Kindes ist und deswegen, ich finde es auch wild. Dann frage ich mich ja, wenn das die Ex-Affäre ist und sie auch nur Gästin ist. Mhm. A, du kannst der Person ja aus dem Weg gehen und B, da muss es ja immer noch unter der Hütte brennen, wenn sie da nicht mal mit klarkommt. Vor allem die Personen haben ja beide anscheinend neue Partner. Ja, na wobei, wir wissen nicht, ob sie einen neuen Partner hat. So, es klingt gerade so, als wäre da einer von den Jungs da. Nee, okay. Nee, nee. Okay, ich brauche Kaffee gleich. Okay. Also wenn sie dann aktiv nicht möchte, dass die neue Partnerin mitkommt, dann hätte ich als neue Partnerin direkt das Bauchgefühl, so okay, die Alte will sich da nochmal dran schmeißen. Voll, ne? Es klingt extrem verdächtig. Wir hatten ja schon mal hier eine Folge zum Thema verdächtiges Verhalten. Und hier fühle ich mich so ein bisschen gethrowback, weil ich mir auch so denke, also erstens, wenn sie ja so gar nicht drüber hinweg ist, dann würde sie sich ja eher wünschen vielleicht, dass er nicht kommt. Weil er ist ja der Trigger und nicht die neue Frau. Und wenn du so krass abgefuckt bist, dass die neue Partnerin kommt und diese Affäre schon Jahre zurückliegt, dann war das für sie am Ende vielleicht mehr als eine Affäre? Das ist halt die Frage, halt, man weiß ja nicht, wie es auseinandergegangen ist. Ja. Also so, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, so würde ich jetzt auf irgendeine Hochzeit geladen werden, wo jemand dabei ist, mit dem ich mal was hatte, vielleicht was länger, und es ist auseinandergegangen. Also im Idealfall ist es ja gut auseinandergegangen, einfach gesagt, okay, reicht jetzt hier oder passt nicht, wenn jetzt ja nur was Neudeutsch Situationship. Ja, Situationships, meine Lieben. Ja, nur das ist, dann würde ich mich noch freuen, wenn sie sagen, hey, cool, dann, keine Ahnung, war ich das Foster-Girlfriend und habe den Kerl wieder auf die Spur gebracht und er ist jetzt happy in Lauf oder so. Oh, das erinnert mich an diese Reels von wegen, so an die Freundin meines Ex-Partners, habe ich gerne geschehen, ich habe ihn gerne therapiert und so. Wo ich immer so denke, ja. Been there, done that. Ja, voll. Ja, ist echt ein bisschen weird, ne? Also ich glaube, wenn du jetzt in dieser Situation wärst mit deinem Partner und er eingeladen ist, was wäre so ein bisschen das, was du dir wünschen würdest oder was würdest du tun? Ich würde hoffen, dass mein Partner das genauso sieht wie ich und auch checkt, dass da irgendwas im Busch ist. Ja. Und da auch ein bisschen vorsichtig ist, weil ich mir so denke, das klingt jetzt richtig böse und es ist nicht frauenfeindlich gemeint, aber ich glaube, ich habe immer mehr Respekt vor oder mehr Sorgen, wenn Frauen auf der Jagd sind, als wenn Männer auf der Jagd sind. Ich kann mir so ein bisschen vorstellen, man kennt das doch, wenn eine Frau irgendwen rumkriegen will, dann fallen Männer da schneller drauf rein als eine Frau. Okay, okay. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich würde damit sagen, dass Männer einfach weniger treu sind. Das wäre so ein bisschen zumindest... Ich wollte gerade sagen, gib mir so einen Shitstorm und du so, I'll take it. Ja, ich meine, wir sind ja auch hier immer gerne mit unterschiedlichen Meinungen unterwegs und ich mag das ja auch, dass du manchmal so andere Sachen reinbringst und ich weiß, glaube ich, was du meinst. Ich wäre, glaube ich, auch besorgt und ich hätte auch Angst, dass sie irgendwie sneaky versucht, sich wieder ranzumachen. Das ist das, glaube ich. Was du meinst, ne? Ich glaube, wenn ein Typ da nochmal bei einer Ex-Affäre oder sowas versuchen will, dann gehen die meistens plumper vor und Frauen haben vielleicht ein bisschen mehr Feingefühl, sodass der Typ vielleicht gar nicht direkt merkt, dass er angebaggert wird und dass sie da irgendwas und dann versucht. Fällt er und dann ganz unschuldig in sie rein. Und ja, dann fließt der Alkohol und dann keine Ahnung was. Und dann passieren vielleicht Dinge, die nicht passieren sollen. Deswegen habe ich bei solchen Situationen immer ein bisschen flaueres Bauchgefühl, wenn da eine Frau mit involviert ist. Mhm. Aber es ist eine Green Flag, würde ich sagen, dass er das genauso kommuniziert und sagt, hey, ich wurde eingeladen und mir wurde gesagt, du darfst nicht mitkommen, weil diese Ex-Affäre jetzt Stress macht. Finde ich schon eine krasse Green Flag. Ich würde sagen, bare minimum. Also was soll er denn machen dann irgendwie nächstes Jahr dann zur Hochzeit? Ja, Schatz, ich bin übrigens einen Tag weg. Ja, wo bist denn du? Ja, auf einer Hochzeit. Ja, okay, Vor allem, wenn die ja schon irgendwie Patchwork und keine Ahnung leben zusammen. Das also ist ja schon krass. Das müsst ihr anders kommunizieren. Deswegen sage ich, bare minimum, dass er da mit ihr drüber spricht. Wäre jetzt die Green Flag, wenn er gesagt hätte, ey, ich finde das Verhalten von ihr uncool, so eine Welle draus zu machen. Und an seiner Stelle wäre ich schon längst zum Brautpaar gegangen und hätte gesagt, Leute, meint ihr das eigentlich ernst? Ja, ist schon ein bisschen krass, ne? Vor allen Dingen, wie groß ist denn dann diese Hochzeit? Also wenn da am Ende so 100 Leute drin sind, dann wen juckt's, wenn dann irgendwie noch die neue Partnerin dabei ist? Dann kannst du höchstens sagen, so Tischordnung, setz mich dahin und die andere dahin. Ja. Dann ist okay, aber... Und wenn du einen gemeinsamen Freundeskreis, Ex-Partner oder Ex-Affären hast, dann wie willst du das dann bei anderen Hochzeiten machen? Darf dann immer irgendeine Person nicht kommen? Regel Nummer 1, don't fuck the company. Ja, stimmt, stimmt. Leute, ich glaube, es ist relativ klar, dass wir beide der Meinung sind, sie sollten auf jeden Fall sagen, dass sie nicht kommen, wenn sie nicht mit darf, würde ich sagen, oder? Ja, beziehungsweise das würde ich gar nicht in den Raum stellen. Ich würde einfach fragen, habt ihr irgendwie, welche Leitung ist da durchgebrannt? Ich habe auch einen Top-Kommentar vorbereitet, der auch nochmal diese Absurdität ein bisschen auflistet. Bist du bereit? Ja. Okay. Der Top-Kommentar ist, ich versuche das mal zusammenzufassen. Die Patentante des Sohnes des Bräutigams macht Stress, weil die Freundin ihres Ex-Lovers eingeladen ist. Wow.
Wenn es der Ex-Lover selbst wäre, den die Patentante nicht sehen will, wäre das ja fast noch nachvollziehbar. Aber die Freundin? Was ist das denn bitte für ein Kindergarten? Zumal es super dreist ist, als Gast dem Brautpaar aufzuerlegen, wer auf deren Hochzeit erwünscht ist und nicht. Aber gut, das hilft jetzt nicht weiter. Ihr könnt euch nicht selbst zur Hochzeit einladen. Demnach solltet ihr beide nicht hingehen. Höflich auf die Nachricht antworten, dass sie diese Entscheidung, die Freundin eines engeren Freundes des Bräutigams auszuladen, sehr bedauerlich findet und daher nun beide von einer Teilnahme Abstand nehmt. Würde ich unterschreiben. Ja, finde ich auch und ist es halt wirklich ein bisschen absurd. Ich glaube, wenn es so eine Hochzeit wäre, wo wirklich nur so maximal 20 Leute dabei sind und es so wirklich enger Kreis ist, dann könnte man vielleicht nochmal drüber reden, aber es sieht ja nicht so aus. Ich komme nicht über diesen Punkt hinweg, dass sich da jemand einfach aus dem Gästezirkel diese Dreistigkeit rausnimmt. Ja. Also es ist ja der Tag des Paares. Dazu? Wie kam es dazu? Haben die mit ihr über die Leute gesprochen, die sie einladen und sie war so, könnt ihr die mal nicht einladen? Oder ist sie so proaktiv auf die zugegangen und war so, hey, ich weiß, ihr ladet ja den und den ein, mit dem hatte ich was, könnt ihr den Freunden nicht ein? Also es ist ja schon eine sehr mega weirde Situation. Das Ding ist, ich würde es verstehen, wäre jetzt irgendwie, keine Ahnung, häusliche Gewalt oder irgendwas wirklich Schlimmeres vorgefallen in dieser fairen Zeit. Oder also irgendwas wirklich Verletzendes, wo der Typ sich scheiße verhalten hat und was irgendwie Folgen mit sich gebracht hat. Okay, aber... Das war eine 4-monatige Affäre. I'm sorry. Ja, ich glaube, da sind wir definitiv aligned. Und ich würde jetzt in die nächste Story reingehen. Und es wird heute wirklich juicy. Ich sag auch vorab schon, es wird ein bisschen TMI. Aber ich glaube, damit hast du ja kein Problem, oder? Ich glaube, in unserer Freundschaft gibt es kein TMI. Nee, Mann, wir haben, glaube ich, die am krassesten TMI, Non-TMI-Freundschaft gefühlt, die bei mir irgendwie ist. Also ich glaube, wir teilen da echt einige Dinge. Ich glaube, wir vergessen nur manchmal, dass hier noch 30.000 Leute zuhören. Ja. Ich gehe jetzt mal in die zweite Story rein. Es wird juicy und ich lese mal vor. Story Nummer 2. Titel: Letztes Mal Sex vor der Ehe. Wir, männlich 31 und weiblich 28, sind verlobt und seit fast 10 Jahren ein Paar. Im Sommer wollen wir heiraten und es stehen bald unsere Junggesellenabschiede an. Ich habe erfahren, dass meine Verlobte wohl wirklich gerne noch ein letztes Mal vor der Heirat mit jemand anderem schlafen wollen würde, um keine Fear of Missing Out zu haben. Ihre Freundinnen sind da auch offen für und planen da was, wissen aber nicht, dass ich halbwegs im Bilde bin. Ich erwäge nun, es meiner Verlobten einmalig durchgehen zu lassen, sollte es auf ihrem Junggesellenabschied dazu kommen, da sie ansonsten absolut treu war und ich glaube, dass es nicht passieren wird. Und wenn es passiert, dann nur wegen der Ausnahmesituation, in der sie sein wird. Wie seht ihr das? Bin ich naiv, bescheuert oder kann das einmalig so Sinn machen, wenn sie es sich wünscht? Ja, Caro, willst du das beantworten? Soll ich das beantworten? Ich würde sagen, ja, du bist naiv und bescheuert, aber... Ich war gerade richtig verwirrt von der Frage, so ein letztes Mal Sex vor der Ehe. Ist es nicht eher so, wenn dann kein Sex vor der Ehe? Voll, ne? Ja, ich finde es wild. Vor allen Dingen, ich check eh nicht so dieses, oh mein Gott, Junggesellenabschied, weil so viel ändert sich ja eigentlich gar nicht, wenn du verheiratet bist. Du bist es dann halt einfach komplett. Nur... Ich verstehe auch nicht diese Junggesellinnenabschiede, wo dann irgendwelche Stripper oder Stripperinnen sind, wo ich mir denke, Leute, wenn ihr heiratet, geht da doch rein, weil ihr da Bock drauf habt, weil ihr mit diesen Menschen... diesen Bund eingehen wollt, weil ihr diesen Menschen liebt und es der eine Mensch für euch ist. Und wenn ihr sagt, ey, ich habe hier noch irgendwie Ängste, irgendwas zu verpassen, dann heirate nicht, tob dich vorher aus. Genau. Oder klär mit deinem Partner ab, ob er kurzerhand die Beziehung ein bisschen öffnet. I don't know. Wollte gerade sagen, wir leben 2024. Ich glaube, Beziehungsmodelle waren noch nie so offen und flexibel wie jetzt. Mm. Ob sie jetzt. Ja, seine Vor- und Nachteile. Aber, ja, aber es ist doch jetzt nicht mehr, wenn, keine Ahnung, du kommst jetzt zu mir und sagst, jetzt, wir führen jetzt eine offene Beziehung und ich sage, cool, schick mir den Juice. Ja, toll. Aber es ist ja nichts mehr irgendwie Verwerfliches oder, muss es ja auch nicht jedem erzählen, aber dieses so, ja, meine Partnerin will das noch einmal. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass da schon immer Treue war dann. Mm. Also ich würde mir direkt denken, okay, was steckt dahinter? Was ist da noch so abgegangen? Ah. Und warum sind die Freundinnen so? Das ist krass, ne? Dass sie das alle so normalisieren. Also wenn jetzt Ost zu mir kommen würde und so meinen würde, so, hey, ich würde schon noch gerne jetzt mit jemandem anderen schlafen, beziehungsweise ich so rausfinden würde, dass er das mit seinen Freunden bespricht, dann wäre ich so, Krisensitzung, sollen wir überhaupt heiraten? Was geht ab? Ich finde es total krass, wie normalisiert das von allen damit auch irgendwie ist, ne? Ich wüsste gern, wer an ihn rangetreten ist. Oh ja, stimmt, das wäre spannend, ne? So, ob es eine Freundin ist, die gesagt hat, so, da stehe ich jetzt nicht ganz hinter. Und was gewesen wäre, wenn das keiner gesagt hätte, hätte sie es dann einfach gemacht? Und im Sinne von, was auf dem Abschied
passiert, bleibt da. Ja. Das ist vor allen Dingen so auf Hauruck in dieser Nacht, als ob es dann wirklich gut wird auch und sich lohnt. Wollte gerade sagen, wie oft sind irgendwie so einmalige Geschichten gut, vor allem einmalige alkoholisierte Geschichten. Nicht gut. Und nachher geht dann noch irgendwas schief und dann, hallo. Können wir auch darüber reden, dass er das weiß und sie aber nicht weiß, dass er das weiß? Also, weil er sagt ja so, hey, die wissen das gar nicht, dass ich das weiß. Das finde ich auch krass. Kommunizieren. Ich würde sagen, Kommunikationsskills für eine Ehe sind schon mal gegeben. Schon am Flieg und rosige Zukunft steht voraus. Also ich will jetzt hier nichts schlecht reden und ich meine, Props to him, dass er auch sich kurz hinterfragt und sagt, hey, ist das eine Option? Er scheint ja sehr nach ihren Bedürfnissen zu gehen, finde ich, merkt man daran. Weil, also ich wäre so bei, I'm out. So, war gut, dich kennengelernt zu haben. Adios, mein Freund. Und er ist aber voll so, okay, vielleicht braucht sie das, kann ich ihr das geben? Das ist ja eigentlich so voll schön grundsätzlich, dass er jemand ist, der anscheinend so sehr auf ihre Bedürfnisse orientiert ist. Aber ich wäre halt so, kann ich damit wirklich leben und kann ich damit leben, dass wir danach vom Altar stehen werden, uns Treue und Liebe und was weiß ich was versprechen werden und ich weiß, dass sie nicht weiß, dass sie mich betrogen hat und so in die Ehe geht, you know? Bin ich jetzt böse, wenn ich mir so denken würde, wenn sie es wirklich durchzieht, ohne mich zu fragen, mit mir zu sprechen, ich glaube, ich würde dann als Typ mit meinen Kumpels irgendeine Gegenaktion starten und dann auf der Hochzeit irgendwie, wenn es zum Jawort kommt, so Beamer auffahren und irgendwie sowas droppen, dass es alle sehen und dann Mic drop und du bist raus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe sogar eine Reddit-Story mal gelesen, wo genau das passiert ist. Jetzt bin ich traurig, dass ich nicht reingenommen habe. Naja, aber ja, das klingt ein bisschen toxisch tatsächlich. I'm sorry. Also, entertaining. Ich wäre dabei und wenn ich nicht die Braut oder der Bräutigam wäre, dann würde ich da mit Popcorn sitzen. Also, Nummer 1, do it for the plot. Ja. Und Nummer 2, würde es halt bei uns nicht passieren, weil wir auf so eine Idee nicht kommen würden. Ich habe mich kurz hinterfragt. Mascha, würdest du mir mit sowas ankommen, ne? Ich würde dir so die Löffel langziehen und kurz mal los anrufen und sagen so. Nein, aber ich meinte eher so, das ist ja schon so ein bisschen Petty Revenge, so, ne? Und ich glaube, da wären wir beide für zu haben, wenn es uns nicht so krass affektieren würde, oder? Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir sind beide ziemlich untoxisch, außer du pinkelst uns ans Bein. Ja, genau. Ich denke immer so, es gibt so die therapierte Version von mir und manchmal gibt es auch so diese andere Version, die nicht therapiert ist und die hardcore toxisch ist und ne, man kennt's. Aber ja, ich hoffe, man kennt's. Lasst uns mal in die Top-Kommentare gehen. Ich habe da auch einen Top-Kommentar wie immer vorbereitet. Und zwar, ich frage mich halt, was der Nutzen sein soll, damit sie einmal erlebt, was sie in einer monogamen, geschlossenen Beziehung nie erleben wird. In Klammern klingt zumindest so, als würdet ihr eine solche Beziehung führen wollen. Was sind die möglichen Ergebnisse daraus? Vielleicht merkt sie dabei, dass der Sex mit dir eh viel besser ist. Kann halt aber auch sein, dass sie bei dem anderen Mal merkt, dass ihr in eurem Sexleben massiv was fehlt. Und dann ist die Frage, ob man daran arbeiten kann und will. Oder sie merkt, dass sie einfach massiv darauf Bock hat, weiterhin Erlebnisse außerhalb der Beziehung zu haben und kommt dann mit dem Wunsch einer offenen Beziehung. Oder sie findet das Erlebnis mit der anderen Person zwar gut, hat aber dann so ein schlechtes Gewissen dir gegenüber oder, ich habe keine Lust, weitere Möglichkeiten aufzuzählen. Was wäre denn euer Wunschergebnis von dieser ganzen Aktion? Jetzt, wo du vorgelesen hast, habe ich mich nochmal gefragt, wie alt die eigentlich waren. Und er hat, glaube ich, so gesagt, sie ist 28. Genau, sie ist 28 und er ist 31. Ich wollte gerade sagen, 10 Jahre zurückgerechnet sind es 18 und 21. Ah, die waren die ganze 20er-Zeit monogam, ne? Genau, also ich kann mir schon vorstellen, so er vielleicht mit 21 hat sich schon ein bisschen ausgetobt, sie mit 18, ne? Mit 18 Sexleben und mit 28 Sexleben ist ja nochmal ein Unterschied. So, vielleicht kommt da bei ihr so ein bisschen der Gedanke, so ich habe was verpasst. Ja, aber scheiße, das zu channeln in deinen Junggesellenabschied, dann sprich doch vorher mit deinem Partner drüber oder, keine Ahnung, heiratet und da redet, wobei, nicht heiratet und redet danach. Das ist kein guter Tipp. Leute, das ist kein guter Tipp. Aber ja, jetzt check ich, was du meinst. Gut, dass du da so ein Auge drauf hattest auf das Alter. Darüber reden wir ja oft. In den 20ern kriegen ja viele so FOMO. Lange Partnerschaften trennen sich. Und ich habe so das Gefühl, viele von denen, die sich nicht trennen und heiraten, haben dann in ihren Anfang 30ern dann so Scheidungen. Ja, meine Mama hat es mir schon immer gesagt, wenn man irgendwie mit einem Highschool-Sweetheart zusammenbleibt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass irgendwann dieser Punkt kommt, so, dass man sich fragt, war es das wirklich? Und dann ist das super oft ein Scheidepunkt für die Beziehung. Entweder, wie zu modernen Zeiten, man öffnet und sagt, man probiert sich zusammen aus oder, keine Ahnung, sei es nur ein Besuch auf einer KitKat oder so, dass man zusammen dahin geht, zusammen was erlebt, muss ja nichts machen, aber einfach so ein bisschen den Vibe und das Offene. Oder man bleibt halt wirklich da und sagt so, ey, das reicht mir, damit bin ich völlig fein. Genau, an dieser Stelle auch, ne? Ich weiß, das hören auch einige Leute, die wirklich mit ihrem Highschool-Sweetheart zusammen sind und wir gönnen euch das, glaube ich, komplett. Voll. Ich glaube, es geht hier einfach nur gerade darum, wenn man halt nicht
anscheinend 100% erfüllt ist. Aber ich glaube, da ist jeder Mensch anders und alles ist in Ordnung. Und man muss halt einfach darüber reden. Ne? Es kann ja auch sein, dass du Junggesellenabschied zu packen. Wilde 20er hattest und dann in eine Beziehung kommst für ein paar Jahre und denkst dir, ey, super, Monogamie ist total das Ding und ich will das jetzt auch so. Ja. Und dann irgendwann ein Switch kommt und merkst so, ey, ich, ne, das wilde Leben, was ich vorher hatte, irgendwie vermisse ich das. Ich hätte es gerne noch mal ein bisschen offener oder will noch vielleicht ein, zwei Sachen anders ausprobieren oder mir fehlt diese Abwechslung. Und ich finde es auch wichtig, dass man diese Gedanken nicht ignoriert, weil ich finde, die ermöglichen einem dann nochmal zu reflektieren, wie wirklich glücklich man in der Partnerschaft ist und abzuwägen, ob dieses Glück so viel größer ist als das, was man will und dann vielleicht noch entschiedener sich für den Partner zu entscheiden. Ich finde, man kann es auch getrennt sehen. Also ich finde, das Glück muss ja nicht nur davon abhängen, wie dein Sexleben ist. Du kannst halt eine super tolle Partnerschaft haben und alles, was du dir wünschst oder was man sich quasi so standardmäßig halt in der Partnerschaft wünscht und ersehnt. Und trotzdem dieses unerfüllte Bedürfnis haben. Ja. So, und dann kommunizieren. Das kann ja auch, keine Ahnung, vielleicht manche kriegen das in den 60ern oder 90. Wer weiß. Rede auf jeden Fall nochmal mit ihr, weil ich würde so nicht in diese Ehe reingehen. Das wäre mir zu krass. Das wäre mir auch zu teuer. Ja gut, das stimmt natürlich auch, ne? Lass uns mal in die nächste Story gehen. Du hast ja eben schon gesagt, so eher so kein Sex vor der Ehe. Eventuell geht es hier um Enthaltsamkeit und jetzt wird es richtig wild. Bist du bereit? Ja, auch aus. Okay. Story Nummer 3. Mein 24 weiblich Verlobter, auch 24, hat beschlossen, dass er für den Rest seines Lebens enthaltsam leben möchte. 2 Wochen vor unserer Hochzeit. Sollte ich die Hochzeit verschieben, einen Kompromiss suchen oder selbst enthaltsam leben? Mein Verlobter und ich hatten nach fast 7 Jahren Beziehung und 6 Jahren Zusammenleben entschieden, dass wir endlich heiraten wollen. In letzter Zeit waren wir sexuell sehr aktiv, fast täglich im vergangenen Monat. Es war eine großartige Gelegenheit, uns gegenseitig neu zu entdecken, neue Dinge auszuprobieren und es war wirklich aufregend für uns beide. Unser Sex ist immer sehr intim und nie einfach nur ein schnelles Abenteuer. Wir verbringen Zeit damit, uns gegenseitig zu erfreuen und es hat sich nie wie eine Pflicht angefühlt. Er hat sich auf eine Art spirituelle Reise begeben und sprach seit etwa einem Monat über Spermienrückhaltung und deren Vorteile. Zuerst war ich nicht unbedingt begeistert von der Idee, dass er beim Sex vor dem Orgasmus aufhört. Wir haben es einmal ausprobiert und ich fühlte mich nicht so schuldig, wie ich gedacht hätte. Ich wäre damit einverstanden, das so lange fortzusetzen, wie er es für notwendig hält. Heute hat er mir gesagt, dass er nie wieder Sex haben möchte, weil es ihn spirituell stärker und erleuchteter ist das ein Wort, erleuchteter machen würde. Ich war schockiert und habe ehrlich gesagt den ganzen Tag geweint. Es geht ihm nicht nur bis zur Hochzeit. Im Moment sieht er sich wirklich nicht mehr als sexuell intim mit mir oder jemand anderem. Ich habe das sehr schwer aufgenommen. Diese Gespräche drehen sich dann dahin, dass er meinte, wir können Sex haben, aber keiner von uns beiden darf je zum Orgasmus kommen. Ich möchte nicht mit jemand anderen sexuell involviert sein. Ich möchte ihn nicht verlassen. Ich möchte keine offene Beziehung vorschlagen. Aber ich möchte mich intim begehrt fühlen. Ich habe absolut keine Ahnung, was ich tun soll. Und es fühlt sich unglaublich unfair an, dass er so eine große, lebensverändernde Entscheidung 2 Wochen vor unserer Hochzeit treffen möchte. Für mich klingt das so ein bisschen nach zu viel Instagram-Live-Coach geguckt. Toll. Also, erstmal hier ganz kurz an unsere Asexual-Crew. Ich weiß, euch gibt's und es ist total okay, wenn ihr keinen Bock auf Sex habt und wenn ihr happy damit seid. Und ich gönn's euch. Es ist bestimmt trotzdem alles super und perfekt. Es geht hier nur gerade um Menschen, die halt gerne Sex haben und die in der Beziehung die ganze Zeit Sex hatten. Und das ist einfach dann ein Unterschied, finde ich. Ich wollte gerade sagen, ich dachte mir für einen kurzen Augenblick, okay, vielleicht hat die Person gemerkt, vielleicht ist es einfach nicht für sie und ist halt dann wirklich vielleicht doch asexuell. Ich finde, da kann man das kommunizieren. Das ist ja auch ehrlich. Also jeder soll ja so leben, dass er oder sie glücklich ist. Aber dieser Part mit, wir hatten in den letzten Monaten so ultra viel Sex und haben uns so ultra ausprobiert, kollidiert so extrem so, damit. Ja, voll. Vor allem, es wirkt irgendwie so, als hätte er, also vielleicht bin ich jetzt probiert, aber ich hätte so das Gefühl, so, okay, wir hatten so viel Sex wie noch nie und jetzt willst du auf einmal enthaltsam leben, als hätte er in seinem Kopf so eine Deadline und war so, jetzt nochmal richtig ausrasten. Weißt du, wie ich das meine? Ja, vor allem, also du kannst ja deine Vorsätze haben, aber deine Biologie tickt da ja auch noch irgendwie mit. Und so, wenn ich jetzt gerade so als Frau drüber nachdenke, ich würde mir das ersetzen und dann habe ich aber einen Einsprung, dann holt er die Wand fällt, dann laufe ich aber rückwärts die Wände hoch. Ja, voll. Wie unterdrückst du das, vor allem, wenn du deine Partnerin ja im Idealfall noch attraktiv und anziehend findest? Und dann ist ja irgendwie jeder Körperkontakt so ein bisschen. Wie oft entwickelt sich irgendwie aus Kuscheln oder Rumknutschen dann, dass man dann doch noch intim wird? Mhm. Hä?
Also wenn er jetzt von mir aus seinen Samenrückstau, was auch immer er da... Spermien, wie hieß das? Warte mal, ich muss mir das nochmal an. Es heißt, ich glaube, hier, Spermienrückhaltung. Okay, wenn er Spermienrückhaltung machen will, have fun, enjoy yourself, mach, was du willst. Mm. Aber dann dirigier mir nicht meinen Orgasmus. Ja, das ist krass. Und ne? Dann hast du ja als Typ immer noch, von mir aus brich vorher ab, aber dann hast du immer noch 10 Finger und eine Zunge und... Vor allen Dingen, sie hat ja keine Spermienrückhaltung. Warum soll sie das machen? Ja, von wenn er sich damit mehr kräftiger fühlt, okay, dann bringt aber zumindest sie zum Orgasmus. Ja. Und warum limitiert von dieses, er kann ja machen, also jeder Mensch kann ja machen, was ja. er möchte. Hauptsache, er verletzt keine anderen oder ja. beschränkt die. Und das ist so ein Einschnitt ja auch in ihr Leben. Alleine dieses Emotionale, wie du dich fühlst in der Partnerschaft, diese Begierde. Ja. Plus in ihre Freude. Ja. Hä? Boah, es ist wirklich krass, vor allem ist es wirklich fies, das 2 Wochen vor der Hochzeit. Ich glaube, ich würde die Hochzeit dann erstmal so verschieben, postponen, weil ich würde mich nicht auf jemanden einlassen können, von dem ich jetzt weiß, ich wäre jetzt Status quo gerade unglücklich. Also ja, vor allem, sie sagt ja schon, sie möchte nichts Offenes, sie möchte keinen anderen Menschen. Sie will nur ihn. Sie will nur ihn und sie will ihn auch nicht verlassen oder sie waren unglücklich oder sonst irgendwas. Sie hatten ja anscheinend jahrelang eine super tolle Beziehung. Es klingt echt wie falsch abgebogen auf TikTok und Instagram, ne? Vor allem frage ich mich, woher, also wirklich, ob es wirklich sowas ist oder was da die Entwicklung hinter ist oder also was steckt dahinter, woher kommt der Gedanke? Und ja, es gibt ja diese NoFap-Bewegung, aber ich glaube, die geht eher in Richtung, wenn du addicted, also süchtig nach Porn bist. Aber das ist ja was anderes, finde ich, als jetzt zu sagen, ciao, liebe Partnerin, mit der ich intim Sex hatte für Jahre, ich will dich nie wieder anfassen. Oder nee, also nicht zum Orgasmus kommen. In meinem Kopf kollidiert das. Ja. Es geht nicht überein, vor allem abgesehen so von dem, was man ja so selber... Und wenn du jemanden liebst, dann möchtest du mit der Person ja noch so ähnlich sein, wie du willst, wie es geht. Vor allen Dingen, wenn du nicht zum Orgasmus kommen darfst. Also ich fände das extrem frustrierend. Und dann, keine Ahnung, masturbierst du einfach so die ganze Zeit und fühlst dich aber schuldig, weil... Stopp mal, da war ja dann auch nicht und sie auch nicht mehr. Ja, ich wollte sagen, weil dann machst du das ja heimlich, weil dein Partner das nicht gut findet. Super. Toll. Tolle Konditionierung. Ich habe einen Top-Kommentar auch hierzu vorbereitet, den ich ganz sinnvoll fand und ich würde den an der Stelle mal kurz vorlesen. Top-Kommentar. Ich habe durch meinen Job als Yogalehrerin viel Zeit mit spirituellen sowie spirituellen Leuten verbracht. Ich war mit Typen zusammen, die auf Spermienrückhaltung setzen und weißen Buddhisten und glaub mir, heirate diesen Typen nicht. Es gibt keine Tradition, die Spermienrückhaltung predigen und gleichzeitig eine moderne Vorstellung von Gleichheit der Geschlechter haben. Das ist nur der Anfang. Wenn du bei ihm bleibst, wirst du entweder nie wieder Sex haben oder du wirst ihn haben, aber er wird dir die Schuld geben, dass du ihn verführt hast zu sündigen. Such dir daher lieber jemand anderen. Was mir noch in den Sinn kommt, was ist denn mit Kinderwunsch? Stimmt, das geht ja dann gar nicht. Also es ist ja dann komplett ausgeschlossen, außer... Also es geht ja nicht mal als künstliche Befruchtung, weil sein Sperma wird ja anscheinend nie wieder seinen Körper verlassen. Stimmt, oh mein Gott, das hatte ich gar nicht im Kopf, aber das hast du recht. Klar, wenn man Kinder will, dann geht das ja gar nicht so. Vielleicht hat ihm niemand erklärt, wie Kinder entstehen. Ich glaube da immer noch, dass so dieser Vogel, was ist das denn für ein Vogel? Strolch? Nein, Stauch? Wie heißt Storch. Ja. Strolch. Ja, Storch kommt und das Baby delivered. Das sind krasse News, die er dann erfährt, wenn man da irgendwie Kinder zeugen will. Es klingt für mich jetzt langsam wirklich wie irgendwie Instagram, TikTok falsch abgebogen und wirklich... Wie so Coaches, die dich dann so anschreien. Kennst du die, die dann so ganz viele Cuts haben und dich so anbrüllen und ich denke mir nur so, oh, weiter, spreche nicht mit mir. Also Mascha und ich hatten gerade eben, ich weiß gar nicht, wie wir auf das Thema gekommen sind. Das mit dem, ob Frauen pinkeln können. Ah. Ich habe mal einen Typen gedatet. Oh Gott, das ist so wild. Und vorher, bevor ich ihn getroffen habe, auf Instagram oder so ein Video gesehen, hat eine Frau eine Männergruppe befragt. Oh Gott. Also wisst ihr, ob Frauen mit einem, wenn sie ein OB nutzen, auf Toilette gehen können? Und es haben auch super viele Männer geantwortet, nee, das geht nicht, der muss vorher raus. Als Frau sitze da, kriegst Kopfschmerzen und... Können wir bitte eine Trauer... Der Typ auf dem Date konnte es auch nicht ernsthaft beantworten. Dann dachte ich mir schon so, okay... Einfach wild. Da war ich aber sehr schnell wieder in meinem Auto. Du so, okay, next. Aber ich finde, er gibt mir auch so ein bisschen den Vibe, so dass er vielleicht so ein paar Sachen nicht so richtig verstanden hat, wie sie funktionieren. Oder er will eigentlich keine Kinder und hat nicht die, will es ihr nicht sagen und deswegen macht er lieber so eine Cray-Cray-Geschichte. Oder bei dem ist irgendwas gerade innerlich komplett durch. Ja. Keine Ahnung, jetzt mal total in die Lulu-Town rumgesponnen. Er hat irgendeine Erbkrankheit, die ihn total belastet. Mhm.
hat darüber mit noch keinem oder mit ihr zumindest nicht geredet und will das jetzt irgendwie nicht erkennen, seine Kinder weitergeben, kann aber und will nicht kommunizieren und das ist jetzt irgendwie sein Weg. Das ist auch bescheuert. Ganz kurz hier auch, weil wir uns so viel über ihn lustig machen. Letzten Endes habe ich das Gefühl, dass Männer, die in solchen Ecken landen, dass da irgendwas ist, die nicht über ihre Gefühle reden. Es ist ja eh mega schwer für Männer in unserer Gesellschaft, sich zu öffnen, sich einen Therapieplatz zu suchen, ist schon echt eine krasse Hürde, gerade auch für Männer. Und ich habe das Gefühl, dass viele, die diesen Coaches vertrauen und diesen krassen Coaches vor allen Dingen, dass die einfach irgendwas channeln, was sie anders nicht ausdrücken, aber auch eine Möglichkeit gefunden haben, um damit männlich zu bleiben und dann in diesem toxischen Konstrukt festhängen. Also an dieser Stelle, ich verlinke natürlich auch wieder eine Anlaufstelle, konkret für Männer, weil ich hier auch nicht ohne Ende Witze machen will. Es ist immer noch ein Safe Space, aber es ist halt schon ein bisschen hilarious. Ne? Ich finde es, na klar, wir können jetzt drüber lachen und uns denken, was zur Hölle ist denn aber da jetzt schief gegangen? Ich wollte gerade sagen, ich finde es eigentlich total dramatisch und total schlimm, weil sie einfach in dieser unfassbaren Dilemmasituation ist. Ja, voll. So trenne ich mich vom meinem Trauma und der Liebe meines Lebens wegen sowas oder bleibe ich da und werde aber unglücklich. Und wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass da nicht irgendwas Größeres hintersteckt, was ihn irgendwie belastet oder was er irgendwie, wo er unter einem schlechten Einfluss steht, wirklich dann irgendwie da in der Richtung falsch abgebogen ist. Mhm. Da bin ich wieder, also Instagram und TikTok ist ein super toller Space, um eben auch guten Content zu nutzen. Ja, ja. Und eben Aufklärvideos. So zum Beispiel, wie gesagt, das Video, wo ich gesehen habe, wo Männer befragt wurden, ey, geht das oder geht das nicht? Mehr Videos in Richtung Verständnis für den Körper des anderen Geschlechts. Mhm. Mehr Videos für Verständnis für alles eigentlich. Ja, voll. Ja, ist einfach krass. Es ist einfach krass. Es tut mir so krass leid für die Person, für die beiden Personen, die da drin stecken. Und ich möchte nicht drin stecken, glaube ich. Da steckt keiner mehr drin. Oh. Sorry, der war dir Vorlage, war zu gut. Okay, okay. Ist in Ordnung. Ich habe es auch kurz nicht gecheckt. Ich war so, was meint sie jetzt? Ah, okay. Gibt es dazu eigentlich ein Update? Nein. Nein, leider nicht. I'm sorry, es gibt leider kein Update dazu. Und ich würde auch sagen, wir haben dazu alles gesagt. Ich würde tatsächlich in die nächste Story gehen. Und da geht es auch um Drama, bevor die Hochzeit überhaupt stattfindet. Ich glaube, ich brauche nach der Folge hier Rom-Com oder so heute Abend. Ja. Ich brauche ein bisschen Liebe. Machen wir. Oder einfach Bankai. Ja. Bankai und Nero im Bett. Also es sind die Hunde, ne? Ja. Wir haben hier, ich bin ja bei Caro, Caro ist auch Hundemama. Und wir haben dieses Mal unsere Hunde sich kennenlernen lassen. Ich habe Bankai in Köln dabei und sie verstehen sich sehr gut. Mein Herz schmilzt die ganze Zeit. Die lieben sich ein bisschen sehr. Das ist sehr krass. Sie geben sich die ganze Zeit gegenseitig Küsschen. Beziehungsweise in ihrer knutscht halt Bankai ab und er toleriert es. Aber in meinen Augen, der ist mir auch so ein bisschen ähnlich. Es ist ein Zeichen von Liebe, dass er es toleriert. Story Nummer 4. Meine Verlobte, 27, droht, die Hochzeit abzublasen, wenn ich, 26, ihr nicht erlaube, dass ihre Eltern, 57 und 50, nach der Hochzeit direkt bei uns einziehen. Klar, das wirkt wie ein Reiche-Leute-Problem, aber bis vor 5 Monaten habe ich noch in einer Einzimmerwohnung gelebt, in einem großen Supermarkt gearbeitet und Mindestlohn verdient. Dazu habe ich Unischulden, die ich bis in die 60er Jahre abbezahlen werde. Meine Verlobte arbeitet noch als Krankenschwester und wir leben seit 4 Jahren vollständig zusammen. Ein bisschen Hintergrund zu der Beziehung. Wir haben uns vor 6 Jahren kennengelernt. Es gab keinerlei Probleme in der Beziehung. Bei Konflikten haben wir uns hingesetzt, unsere Standpunkte erklärt und die Probleme gelöst. Wir haben selten gestritten und verfolgen die gleichen Lebensziele. Kinder gemeinsam alt werden, nebeneinander begraben werden und die Zeit immer genießen. Ich hatte immer eine sehr distanzierte Beziehung zu ihren Eltern. Als sie mich ihnen vorstellte, haben sie mir direkt ins Gesicht gesagt, dass sie mich nicht mögen und mich nicht für gut genug halten. Oh, lovely. Wow, okay. Ihr Vater hat sogar gesagt, nicht in meinem Leben. Als ich um seine Erlaubnis bat, seine Tochter zu heiraten, sagte ich ihm, dass ich das nur als Friedensangebot mache. Meine Eltern hingegen lieben meine Verlobte. Sie haben sie sofort wie ein Familienmitglied aufgenommen. Sie haben nie etwas Schlechtes über sie gesagt, weder öffentlich noch privat. In den Augen meiner Eltern ist sie die beste Freundin, die es überhaupt geben kann für mich. Als mein Großvater gesundheitlich abgebaut hat, war ich als Erster da. Er wurde einfach alt und mit dem Alter kommen Komplikationen. Ich habe meinen besser bezahlten Job aufgegeben, um im Einzelhandel zu arbeiten, um mehr Zeit für ihn zu haben, da seine anderen Kinder beschäftigt waren. Das war eine sehr stressige Zeit in unserer Beziehung. Ich hatte meinen Job gerade verlassen, war nicht oft da und war selbst total gestresst.
Kürzlich habe ich begonnen, langsam alles dorthin zu verlagern. Auch wenn wir noch in unserer Wohnung leben müssen, bis der Mietvertrag ausläuft, gibt es keine Regeln, die mich daran hindern, Sachen schon mal umzuziehen. Ich habe meiner Freundin erzählt, wie die Pflege meines Großvaters mir klargemacht hat, wie wichtig mir meine Familie ist und dass ich wissen wollte, ob es in Ordnung wäre, wenn meine Eltern mit uns in das neue Haus einziehen. Mein Vater könnte in Rente gehen und meine Mutter könnte den Rest ihres Lebens entspannen, ohne sich um Rechnungen und Schulden zu stressen. Ich bin nicht verrückt genug, alles auf einmal zu bezahlen, aber ich könnte alles, was sie an Schulden haben, dann noch abbezahlen. Sie fand die Idee großartig und wollte auch, dass ihre Eltern bei uns einziehen. Ich habe über die Idee gelacht und gefragt, ob sie es ernst meint und warum ich mit Leuten zusammenleben sollte, die ich nicht mag und mit denen ich nicht interagieren möchte. Sie erklärte, dass dies eine gute Gelegenheit wäre, alte Wunden zu heilen und Wiedergutmachung zu leisten. Ich erklärte, dass ich nicht nur daran nicht interessiert bin, alte Wunden zu heilen, sondern dass sie, wenn es nach mir ginge, nicht mal zur Hochzeit kommen würden. Offensichtlich war das der falsche Ansatz und jetzt stellt sie mir ein Ultimatum. Lass sie einziehen oder die Hochzeit ist abgesagt. Ich verstehe ihre Seite, aber ich will wirklich nicht mit ihnen in irgendeiner Form interagieren. Sie haben mehrmals versucht, sie mit den Ex-Partnern zusammenzubringen, über mich gelogen und sogar ein Gerücht verbreitet, dass ich untreu sei, bis ich mit Beweisen aufwarten konnte, dass ich mich nicht an dem Ort aufgehalten habe, an dem sie mich vermuteten. Meine Verlobte weiß das alles und will trotzdem versuchen, die Beziehung zu ihnen wieder aufzubauen. In der letzten Woche habe ich sie mit Ausreden und Notlügen gemieden. Ich habe mich mit Buchhältern, Anwälten, Hochzeitsplanern und Juwelieren getroffen. Außerdem habe ich Nächte am Grab meines Großvaters verbracht, um mit ihm zu trinken und bin erst um 4 Uhr morgens nach Hause gekommen. Für mich scheint mein Großvater der einzige Mensch zu sein, den ich meine tiefsten Geheimnisse und Frustrationen anvertrauen kann. Deshalb wende ich mich an euch, Reddit. Ich fühle mich gefangen. Einerseits möchte ich nicht mit Menschen leben, die ich absolut nicht mag. Andererseits will ich die Frau meiner Träume nicht verlieren. Ich suche eine neutrale Meinung zu der Angelegenheit, ohne dass jemand, der mir nahe steht, meine Entscheidung beeinflusst. Krasse Situation, würde ich sagen. Erstmal mein Beileid, dass der Opa verstorben ist, würde ich mal sagen. Ne? Ja, und Hut ab, dass er sich da so gekümmert hat und vor allem auch seinen besser bezahlten Job aufgegeben hat. Und krass, ne? Also das ist schon heftig. Sagt einiges über ihn aus und wundert mich dann auch gar nicht, dass der Großvater dann Haus und Vermögen an ihn weitervererbt hat, ne? Komplett, voll verständlich, voll verdient. Hoffe, das weiß der Rest der Familie auch zu schätzen. Ich finde es mega nett, dass er die Eltern einziehen lassen würde von sich selbst und das alles abbezahlen würde. Ich weiß jetzt nicht, was das Verhältnis zwischen denen ist. Ich finde es aber trotzdem irgendwie eine schwierige Dynamik, weil ich dann auch checken kann, dass dann die Freundin vielleicht sagt, wenn es ein gutes Verhältnis zu den Eltern wäre, hey, ich finde es auch cool, wenn meine Eltern einziehen könnten, wenn dieses Haus so riesig ist. Mhm. Aber ich finde, niemand ist halt entitled dazu, da einzuziehen. Und ich wäre auch krass enttäuscht, wenn mein Partner oder meine Partnerin wollen würde, dass Menschen, die mich ja basically mobben, verunglimpfen, genau hassen, da einfach random einziehen. Also es ist schon ein bisschen krass so. Also ich will erstmal nochmal kurz sagen, wie krass ich es finde, wenn irgendwer aus der Familie, der vielleicht nicht irgendwie in erster Linie verantwortlich ist, einspringt und sich um jemand Pflegebedürftiges kümmert. Mhm. Also ich habe es bei meiner Mama gesehen, die hat meinen Opa und meine Oma sich immer gekümmert und alles, wie viel Zeit und Energie und alles draufgegangen ist und wie viele Nerven und ja. Man kennt ja, ältere Leute werden ja auch gerne mal ein bisschen schwierig und haben ja ihren eigenen Willen und haben ja auch natürlich ihre eigenen Routinen über ihre Jahre gehabt. Wenn er da irgendwie unterstützen soll, ist es natürlich auch nicht immer einfach. Also da Hut ab an alle, die sich kümmern. Und ja, ich könnte den Punkt auch verstehen, dass sie sagt, hey, es ist ein bisschen unfair, deine Eltern können da einziehen und haben dann happy ever after. Mhm. Keine Schulden mehr, kein irgendwas und alles entspannt. Wenn auch vielleicht ihr Verhältnis zu den Eltern nicht so schwierig wäre, also schwierig wäre, dann würde ich sagen so, hey, warum sollen die dann einziehen? Mhm. Aber die scheinen sich ja alle super gut zu verstehen. Es scheint ja auch keine Grundsatzdiskussion zu sein, ob da überhaupt Eltern mit einziehen. Ja, stimmt. Das ist ein guter Punkt. Also ich würde zum Beispiel, ich liebe meine Eltern sehr, aber ich würde nicht mit meinen Eltern oder den Eltern von meinem potenziellen Irgendwann-Partner unter einem Dach leben wollen. Nee, das wäre nicht mein Lebenskonzept, was ich gut fände. Ganz, ganz schlimm. Aber dann irgendwie so ein bisschen aus so, ein bisschen pity, so im Sinne von, die dürfen da jetzt einziehen und meine nicht. Dann sollten auch, also wenn das im Raum steht, hat sie ja wahrscheinlich schon mit ihren Eltern auch drüber gesprochen. Stimmt. Und dann wäre das ja eigentlich der Zeitpunkt für die Eltern von ihr, zu ihm zu kommen und ganz kleine Brötchen zu backen und zu sagen, ey, wir sehen, sie ist super glücklich mit dir. Wir haben hier Scheiße gebaut und zwar in einem ganz großen Stil, nach Verzeihung, Vergebung zu beten.
Zu bitten? Zu beten und zu bitten, würde ich mal sagen. Zu beten und zu bitten. Ja, aber holla. Und dann da vielleicht wirklich nochmal einen Cut machen zu können, neu aufzubauen, aber nicht, wie der Zustand jetzt ist, weil dann weißt du doch schon, und ich gehe mal davon aus, wenn die Schwiegereltern ihn nicht mögen, wenn sie seine Eltern wahrscheinlich auch nicht wirklich mögen. Oh, es ist einfach vorprogrammiertes Drama, muss ich ehrlich sagen. Aber ich finde es auch krass von ihr, dass sie das anscheinend nicht sieht und ihm da so die Pistole auf die Brust setzt. Na, vor allen Dingen, und ich finde, das hast du gerade auch so schön gesagt, eigentlich sollten ja die Eltern ganz kleine Brötchen backen und sie sagt zu ihm, als Teil der Wiedergutmachung soll er diese Eltern einziehen lassen. Was für eine Wiedergutmachung? Ich wollte fragen, was ist das denn für ein krankes Gaslighting und Blame-Shifting? Also erstes Opfer und er soll denen einen angenehmen Lebeabend. I'm sorry, so wie du bettest, so liegst du dich oder so heißt das doch, oder? Pech. Von welchem Wiedergutmachung? Er hat ja nichts falsch gemacht. Sorry, dass ich am Leben bin, existiere, deine Tochter heirate, I'm sorry, nimm mein Haus. Also zumal er ja schon zu den Eltern gekommen ist und schon gesagt hat, hey, ich möchte sie heiraten, das hier ist gerade ein Friedensangebot von mir, können wir da irgendwie aufeinander zugehen? Ja, ist krass, ne? So, da war ja schon so die Hand, die er gereicht hat, die metaphorische. Ja. Wahrscheinlich dann, nicht nur metaphorisch. Nee, aber wirklich gereicht hat, ja. Und ich finde es krass, dass dann die Freundin sagt, hey, dann heiraten wir halt nicht. Und zwei Wochen vorher, es ist so ein bisschen so, okay, ich gebe ihm jetzt gefühlt gar keine Zeit mehr, dass er gar nicht Zeit hat, irgendwie sich einen Plan B zu überlegen und dann quasi durchziehen muss und damit dann darin gefangen ist. Weißt du, was es mir so ein bisschen gibt? Und ich will auch nicht zu viel reininterpretieren, aber oft ist es ja so, dass Menschen, die Opfer sind in ihrer Kindheit, zu Täter werden in verschiedenen Konstellationen. Mhm. Und wenn das ihre Eltern waren, war sie wahrscheinlich oft Opfer von Schikanen oder toxischem Verhalten. Und ich finde, gerade in den Mit- und End-20ern, und da spreche ich auch aus Erfahrung, habe ich auch an mir zum Beispiel Traits gemerkt, die eigentlich zum Beispiel meine Mutter oder mein Vater mir gegenüber hatten, die nicht gesund waren und die ich aufarbeiten musste. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht diese Sachen sind, die sie jetzt, also die jetzt so ein bisschen zur Täterin werden lassen, indem sie dann zu ihrem Partner so krass wird. Und dass das so diese ersten Warnsignale so ein bisschen sind. Ich finde, so mit einer Wohnsituation, die ja zumal ja auch dann quasi von ihm gesponsert ist, weil er hat ja das Haus. Ja. So auszunutzen, wo sie halt eigentlich überhaupt mal froh sein kann, dass da so eine Möglichkeit da ist, ihn da so reinzuschieben und dann weiß ich nicht, also wenn das jetzt schon so anfängt vor der Ehe, wie sitzt es irgendwann danach? Ja, das Einzige, was ich sagen muss, wo ich jetzt gerade aber merke, dass ich nicht so ganz auf seiner Seite bin, ist, er hat das ja so als Set, also so als es schon entschlossen erzählt, dass diese Eltern von ihm einziehen. Ich glaube, ich würde mich scheiße fühlen, wenn mein Partner eine alleinige Entscheidung trifft. Weil danach bist du ja zusammen, du bist eine Instanz, du triffst gemeinsam Entscheidungen. Ja, komplett. Und da kommt kein, oh ja, by the way, meine Eltern ziehen ein, Pech. So. Also finde ich auch ein bisschen schwierig, ne? Also wenn das jetzt so eine Villa ist, ne? So, wo du so ein Süd, Ost, Nord, keine Ahnung was Flügel hast dann und die wohnen da hinten. Und man ist halt nicht so richtig miteinander involviert. Oder das ist irgendwie eine Doppelhaushälfte, so, wo man wirklich so einen klaren Cut drin hat und dann nicht wirklich jeden Mittag zusammen am Mittagstisch sitzen muss. Oh Gott. Ja, gut, von mir aus. Ne? Da kannst du aber trotzdem mal so eine Entkenntnisnahme setzen. Genau. Ich kann halt schon nicht mehr sprechen. Ja, da, dann mit der Partnerin drüber reden. Hey, so das würde ich gerne haben. Ist das für dich in Ordnung? Wie stehst du dazu? Und nicht so, ja, hier, meine Eltern ziehen nächste Woche ein. Auch wenn die ein Bombenverhältnis anscheinend miteinander haben. Das ist ja, also es ist ja da und es wird ja Gründe geben, dass es da ist. Aber es kann ja natürlich auch sein, dass es dann schlechter wird, wenn man so aufeinander gucken muss. Ja, also dafür wäre eigentlich, da haben wir nicht genug Informationen. Wie groß ist dieses Haus, würde ich gerne wissen, weiß ich nicht. Ich glaube, ich würde mich aber nicht erpressen lassen. Ich werde eh immer trotzig, wenn mich Menschen versuchen zu erpressen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich bin dann direkt so, ja gut, dann heiraten wir halt nicht. Ja. So. Also was will sie denn dann machen? Trotzig werden. Ja. Muss ich echt sagen, also finde ich ganz, ganz krass, finde ich ganz, ganz schade, dass sie da auch so unreflektiert zu sein scheint. Vor allem, du meintest ja so, dass sie das vielleicht nicht merkt oder so, aber er sagt ja auch, hey, sie weiß all diese Dinge, die getan wurden ihm gegenüber und dass sie dann trotzdem ihn unter Druck setzt. Das ist für mich eine ganz krasse Red Flag. Red Flag? Red Flag ist das für mich. Das Ausmaß, also von mir aus, lass Eltern irgendwie mal gegen die Beziehung sein. Mhm. Punkt A sollte ja das Glück des Kindes im Vordergrund stehen. Heißt, wenn man sieht, okay, der Partner tut beim Kind aber gut, ja, fein. Ja. Und dann sollte man sie auch raushalten, aber wirklich insofern zu manipulieren, Ex-Partner wieder ins Spiel zu bringen, Fremdgeschichten zu stagen. Warum hat sie überhaupt noch Kontakt zu den Eltern, würde mich gerade interessieren, bei solchen Sachen. Krass, ne? Das scheint irgendeine ganz komische Dynamik zu sein. Und dann auch noch so dieses, dass der Vater sagt, nicht über meine Leiche, dass die beiden heiraten.
Umgekehrt werden wir jetzt das Thema Schwiegermonster. Es sind ja auch Schwiegermonster und es ist auch so, wie wir es oft haben bei Müttern und Söhnen, scheint das ja auch so eine kranke Connection zwischen Väter und Tochter, Vater und Tochter zu sein, finde ich so ein bisschen. Klingt für mich zumindest danach. Und ich glaube, da können wir das raten, was wir auch umgekehrt immer raten. Wenn sie sich nicht klar für ihn positioniert und abgrenzt, dann weiß ich nicht, ob die beiden wirklich eine Beziehung führen, die gesund ist. Vielleicht bin ich auch zu empathisch, aber wenn ich jetzt in ihrer Position wäre und die Eltern meines Partners lieben mich und nehmen mich komplett auf und inkludieren mich komplett in die Familie und meine Eltern verhalten sich meinem Partner gegenüber, ob ich das will und unterstütze oder nicht, super schlecht, dann hätte ich doch einfach ein super schlechtes Gewissen, meinen Partner dann auch irgendwie in irgendeine Situation zu bringen. Ja, voll, ne? Dann würde ich mich auch lieber auf meine Schwiegereltern konzentrieren, die ja auch viel gesünder sind und sagen, okay, ich muss mich ja abgrenzen, das tut mega weh, aber ich habe ja noch Menschen, denen ich wichtig bin, ohne dass sie irgendwas von mir verlangen oder toxisch sind. Damit schaufelt sie sich ja auch so ein bisschen, ich wollte schon das Grab sagen, ich habe es ein bisschen übertrieben, aber du weißt, wie ich das meine, ne? Ja, vor allem, das ist doch mit Ansage, dass es da nur Stress geben wird. Die Schwiegereltern untereinander werden sich alle nicht verstehen. Die Ehe wird nicht entspannt und glücklich laufen. Die sind geschieden, bevor sie verheiratet sind. Er kommt in der Geschichte, kann natürlich auch wahr sein, aber er kommt da mit so einer sehr weißen Weste rüber. So. Ja. Hat sich um den Opa gekümmert, hat natürlich jetzt das Erbe gekriegt. Hat eine tolle Familie, tolles Verhältnis und sie ist die Traumfrau. Es ist alles so sehr, ich will nicht sagen reingewaschen, aber es ist schon sehr clean. Wo ich mich so frage, okay, vielleicht ist da irgendwie noch so eine andere Seite oder vielleicht hat er, sieht er da auch irgendwas anders. Du spielst so ein bisschen den Devil's Advocate jetzt. Ja, also ich denke nur so, ich würde gerne für ihn voten und sagen, ja, sie macht einen Bullshit und sie ist das Arschloch. Ja. Aber ich denke mir, so eine Geschichte, wenn sie immer nur eine Person erzählt, dann ist es halt auch nur eine Seite und nur eine Sicht und kann natürlich auch einfach was anderes noch hinterstecken, was nicht erwähnt wurde, was so vielleicht ein Schlüsselmoment ist. Boah, aber ich finde nichts rechtfertigt mit Ex zusammenbringen und also diese ganzen Sachen, das finde ich schon. Nee, auf jeden Fall nicht, aber ich denke mir nur so, ich denke bei solchen Situationen immer an meinen Ex, was er den Frauen nach mir erzählt hat, wie ich war. Ja, okay. Und wie dann vielleicht die Realität aussieht. Ich finde es spannend, weil ich glaube, du kommst aus der Perspektive und ich komme aus der Perspektive, dass ich solche Verwandten halt sehr gut kenne und deswegen so richtig krass für ihn so, oh mein Gott, such dir eine Frau, die dich verdient hat, die für dich kämpft, scheiß auf diese Schwiegereltern, du hast es drauf, steh für dich ein, ich fühle dich, so fühle ich mich halt gerade voll. Ja, aber ich finde es cool, dass du da auch nochmal so aus so einer anderen Ecke kommst und das können wir natürlich nicht wissen, weil wir natürlich nur das haben, was hier geschrieben wird. Also wenn wir dem Traum, was da ist, blute ich mit dir und sage, ja, wenn sie wirklich darauf beharrt, drop it. Und drop it like it's hot. Ja, das ist immer mehr als heiß, Hammer. Das ist ein Lava-Ausbruch. Ja. Dann nimm deine Beine in die Hand und renn, weil das ist kein glückliches Leben, was da kommen wird. Nee. Wenn man aber natürlich das so ein bisschen vorsichtiger betrachtet, würde ich sagen, was steckt da vielleicht noch dahinter? Aber vielleicht solltet ihr euch alle nochmal zu 2, 4, 6 an den Tisch setzen und mal eine Konversation führen. Weil ich meine, so zusammenziehen. Aber ich finde, ehrlich gesagt, an diese Konversation gehören nur sie und er. Weil die in erster Instanz die beiden und dann die Eltern dazu. Weil wenn das wirklich irgendwie, sagen wir mal, Kriegsbett ist begraben, irgendwelche haben sie sich geeinigt, musst du ja trotzdem so ein 6-Personen-Haushalt aus 6 Individuen, 4 ältere Individuen, die alle schon ihre eigenen Routinen, ihre eigenen Wege, wie sie Sachen machen wollen, gefunden haben, das musst du ja erstmal unter einen Hut bringen. Stimmt, und dann irgendwie einen Weg finden. Und allein dafür bedarf es ja so viel Kommunikation. Dann würde ich mir jetzt vorstellen, ich ziehe mit meinen Eltern nochmal zusammen. Also das geht vielleicht ein paar Wochen gut, aber jeder hat so seine eigenen Dinge und seine eigenen Wege und dann stört einem was aneinander und dann sowas kann ja eine Beziehung auch total belasten. Voll, ich erinnere mich auch, ich glaube, ich weiß nicht, wann das war, aber du warst irgendwie eine Woche bei deinen Eltern und hast du mir auch so eine Voice gemacht, so, ich liebe meine Eltern, aber ich bin sehr froh, jetzt wieder in meine eigene Wohnung zu kommen. Das war nach, entweder nach der OP oder nach der Trennung, dass ich da 3 Wochen wieder eingezogen bin. Stimmt. Ja, doch, und da warst du auch so, ist schön mit denen, aber du freust dich auch wieder. Ja, ich glaube, das kennt jeder, so ein bisschen so Weihnachtstage, so, man ist dann so die ersten 2 Tage denkt man sich so, warum bin ich eigentlich ausgezogen? Ist doch alles super hier? Und dann denkt man sich so, Ja. Und man kann seine Eltern, glaube ich, noch so sehr lieben. Man braucht seinen eigenen Space. Ja, voll. Ich habe natürlich auch hier einen Top-Kommentar, den ich auch sehr sinnvoll fand. Den würde ich an der Stelle mal ganz kurz reinpacken. Erst noch kurz an der Stelle. Mama, Papa, wenn ihr das hört, ich habe euch trotzdem sehr lieb und ich komme trotzdem immer noch gerne nach Hause. Sie hat es auch gar nicht gesagt. Das habe ich gerade erfunden. Sorry, ich habe gelogen. Ja, meine Mama hört hier nämlich immer ganz fleißig Caro zu. Caro sagt immer, ihr seid die allerbesten Eltern der Welt und ihr seid richtig toll. Wirklich. Hä, sind die ja wirklich. Ja, sagt sie auch. Wollte gerade sagen. Reiht mich jetzt hier keine Scheiße rein. Ich lese mal den Top-Kommentar vor.
Top-Kommentar. Mit deinem Alter und einer frisch bevorstehenden Ehe ist es total verrückt, auch nur im Scherz die Idee in Betracht zu ziehen, dass deine verrückten Schwiegereltern sich bei euch einnisten, bevor die Unterschrift auf der Heiratsurkunde überhaupt wirklich trocken ist. Ja. Das war, würde ich sagen, sehr knackig formuliert, das ungefähr, was ich die letzten 20 Minuten gesagt habe. Ja. Und das unterschreibe ich so. Ja, das geht doch einfach nur bergab. Sehr treffend, es geht nur noch bergab. Wenn ihr in so einer Situation steckt, schreibt uns eure Story, dann können wir die hier auch mal vorlesen. Und damit würde ich jetzt auch in die letzte Story gehen, die ich habe. Ich muss ehrlich sagen, heute die ganzen Stories, ich will die Updates wissen. Ich will wissen, wie es ausgegangen ist. Es ist so, als würdest du so einen Film so kurz vorm Ende, bevor klar ist, in welche Richtung es geht, ausmachen. I'm sorry. Aber ja, wir können die Leute auch nicht so ab. Du musst sowas unterschreiben, wenn du bei Reddit postest. Hiermit signe ich ab, dass wenn ich jetzt was aus meinem Leben poste, ich für den Rest meines Lebens Updates geben muss. Ja, nicht für den Rest des Lebens, aber bis die Story abgeschlossen ist. Also das wäre schon cool. Wer Reddit, meine App oder meine Plattform, die ich gegründet habe, ich würde es reinnehmen. Ja. Nee, weil das geht nicht. Es ist mir jetzt einfach, interessiert mich zu sehr. Genau, also falls die das geschrieben haben, es hören. Bitte gebt uns ein Update. Ich will heute Nacht friedlich schlafen können. Okay, die letzte Story ist auch nochmal ein bisschen wild und die habe ich mir extra aufgehoben. Es wird wieder, meiner Meinung nach, ein bisschen TMI. Bist du bereit? Ich weiß nicht, ob die HörerInnen dafür bereit sind. Doch, ihr seid alle dafür bereit, aber seid einfach ready. Mhm. Der Titel sagt schon alles. Story Nummer 5. Ich möchte in unserer Hochzeitsnacht nicht an dem Sexritual meiner Freundin teilnehmen, will sie aber trotzdem heiraten. Wait for it. Ich, 23, werde Anfang nächsten Jahres meine Freundin, 23, heiraten, wenn alles nach Plan läuft. Ich habe nicht viel Familie, in Klammern, ich habe seit Jahren keinen Kontakt mehr zu meinem Vater. Sie hingegen hat eine große, erweiterte Familie. Meistens verstehen wir uns gut. Ihre Familie ist sehr laut und hat große Persönlichkeiten, was für mich manchmal schwierig ist, da ich eher der ruhige Typ bin. Aber insgesamt sind sie sehr warmherzige und fürsorgliche Menschen. Seit wir verlobt sind, ist mir aufgefallen, dass die Cousins meiner Freundin manchmal Witze über unsere Hochzeitsnacht machen. Es ist merkwürdig, dass sie darüber Witz reißen, da ich mir ziemlich sicher bin, dass ihre Familie weiß, dass wir schon miteinander geschlafen haben, da wir bei Feiertagsversammlungen und Urlaubsreisen in einem Bett schlafen. Vor ein paar Nächten haben wir über die Hochzeitsplanung gesprochen und überlegt, wo wir in der Hochzeitsreise fahren könnten. Meine Freundin und ich haben Ideen gesammelt, als sie mir sagte, dass wir anfangs keine Hochzeitssuite brauchen würden. Natürlich fragte ich mich, warum, in Klammern, wir heiraten in einem ziemlich schicken Hotel. Und sie sagte, dass sie gerne bei ihren Eltern übernachten möchte. Das stört mich nicht wirklich. Wir versuchen sowieso, Geld für eine Anzahlung auf ein Haus zu sparen. Aber meine Freundin scheint noch mehr dazu sagen zu wollen, also drängte ich weiter auf den Grund. Sie erzählte mir, dass es in ihrer Familie eine sehr alte Tradition in der Hochzeitsnacht gibt. Das Ehepaar geht zusammen ins Hauptschlafzimmer und soll die Ehe vollziehen. Der Rest der Familie wartet draußen vor der Tür, um zu applaudieren und anzufeuern, bis sie rauskommen. Dann wird ein Stück von Bettlaken abgeschnitten und in ein großes Wandtuch eingenäht, das die Mutter meiner Freundin besitzt. Ich glaube, meine Freundin hat gemerkt, dass ich nicht glücklich war, denn sie sagte schnell, dass wir die Ehe nicht wirklich vollziehen müssten, wenn ich mich in dem Moment unwohl fühle und wir so tun könnten, als ob. Ich will damit überhaupt nichts zu tun haben. Ich war total aufgebracht und sagte ihr, dass ich unter keinsten Umständen so etwas für ihre ganzen Familie machen werde. Als ich von einem Spaziergang zurückkam, um meinen Kopf frei zu bekommen, war sie merklich niedergeschlagen und ist es immer noch. Ich glaube, sie hat auch ihrer Familie dazu geschrieben, denn ich erhielt eine Nachricht von ihrer Mutter, die mir sagte, dass ich die Bedeutung von der Familie und Tradition nicht verstehe und dass diese Tradition schon länger bestehen, als ich lebe. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ich liebe meine Freundin wirklich und sie ist die Frau, mit der ich mein ganzes Leben verbringen möchte. Ich bin natürlich total verstört, aber sie ist meine ganze Welt. Wie soll ich mit ihrer Familie umgehen und diese Tradition navigieren? Also ich hatte gerade so ein klein bisschen Kopfkino. Hast du Easy A geguckt? Nee. Was so ein bisschen, da geht es darum, sie wird so ein bisschen als Schlampe dargestellt. Aha. Wo sie gar nicht mit irgendeinem Typen geschlafen hat, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Sie hat aber für einen Typen gefaked, dass sie miteinander geschlafen hätten. Er konnte dann quasi als ein bisschen so der klischeehafte Opfertyp erzählen, ja, ich habe mit ihr geschlafen. Und dann kamen halt immer mehr Typen so und sie hat das immer gefaked, sie hat nie mit denen geschlafen. Ah, und sie hatte dann diesen Schlampenruf. Und in meinem Kopf ist diese Szene, wie sie da auf dem Bett rumtouren und die Geräusche machen. Okay, ja. Dass alle das auf einer Party denken. Und das war gerade so mit deren Hochzeitsnacht bei mir im Kopf. Und ich dachte so, okay, wow. Ist schon ein bisschen also, intens, ne? Ja, und jeder kennt auch irgendwie die Situation so, du bist irgendwie auf Familienbesuch oder so, alle in einem Haus und dann willst du mit deinem Partner intim werden und denkst du, oh Gott, das muss ja mal wirklich leise sein. Mhm. Und dann hast du aber das Gegenteil, da steht die Familie vor der Tür und hämmert wahrscheinlich noch an die Tür. Ja, und sind so, ja, steck ihn rein. Ich weiß nicht, ob ich da so in die Lust und Laune kommen würde. Nee, Mann. Nur weil eine Tradition lange besteht, muss man die ja nicht weiterführen. Ja. Da ist man ja individuell und ja gut, bei denen ist anscheinend Familie großgeschrieben. Ja gut, kann ja auch sein, aber ich möchte trotzdem, dass meine Wünsche und Bedürfnisse respektiert werden. Voll. Also ich finde Tradition respektiert, also was, warte, nein, das macht keinen Sinn. Ich finde, eine Tradition rechtfertigt nicht, dass man Grenzen überschreitet. Ja, vor allem, er kann die Tradition ja auch respektieren und wertschätzen und keine Ahnung was, aber man muss es ja trotzdem nicht selber machen. Können wir auch mal über dieses Sexlaken reden, wo sie nach jedem ersten Mal dann so ein Bettlakenstück einnähen und daraus eine riesige Decke machen. Das finde ich irgendwie crazy. Ich kenne das so aus so Tradition oder kulturellen Kreisen, wo du halt keinen Sex oder Ehe hast, dass du quasi dann als Zeichen deiner Reinheit von Frau, dass dann nachher halt ein Blutfleck drauf ist, weil er dich ja dann wirklich in die Jungfahrt. Was das total Quatsch ist. Aha. Ja. Aber dann denke ich mir so, warum willst denn du dann irgendwie so ein Stück vom Bettlaken? Also von wenn die jetzt ankommen würde, das Bettlaken, wo das Kind draufgezeugt wird, okay, das würde ja noch, also es würde auch nicht so viel Sinn ergeben, aber aber das wäre so, okay, könnte ich mir noch irgendwie einen Schuh draus machen, aber voll. Das? So, hä? Vor allem, wenn die halt wirklich schon Sex hatten. Ich denke mir so, erstmal, weil ich gerade gesagt habe, es ist Quatsch, ey, ich will keine Traditionen hier missdingsen, aber du kannst auch nicht bluten, obwohl du Jungfrau bist. Deswegen ist es halt einfach Quatsch, nach diesem Blutfleck zu suchen. Ja. Ich finde es aber total seltsam. Stell dir vor, du bist so zu Besuch und dann holt deine Mutter so eine Decke und ist so, guck mal, das ist die Decke, wo wir gevögelt haben. Guck mal, da hat deine Tante gevögelt, da hat deine Oma gevögelt. Hier und in diesem Bett lag deine Uroma. Also was frage ich mich ja immer? Wo ist der Kern des Ganzen? Wo hat das angefangen? Mit so einem richtig weirden Fetisch, der dann als Tradition vorgesetzt. Habt irgendwer von euch, hat irgendwer von euch eine Decke aus den Bettlaken von den ersten Ehe-Sex-Malen? Wirklich, wenn jemand von euch weirde Traditionen hat, bitte schickt sie uns. Also es ist auch kein Traditionsshaming. Es wird bestimmt alles irgendwo, ne? Hat alles seine Daseinsberechtigung. Nee. Ey, wenn das eine Familie macht und machen will und da alle fein mit sind. Wenn die das cool finden, dann go for it. Mach, was du cool findest. Vielleicht ist es ja, also wenn du so als Gag hast oder so, okay. Keine Ahnung, erste Pärchen ist besoffen, ne, ist noch Zeitsnacht auf die Idee gekommen und gesagt, dann ist es witzig. Dann ist das schon wieder witzig, aber Punkt A, dräng niemanden dahin, wo er nicht hin will. Und Punkt B, da sind ja harte Grenzen, die überschritten werden. Ja. In allen Bereichen. Vor allen Dingen, ich denke mir so, also ich finde zwischen Eltern und Kindern ist ja so eine sehr asexuelle Beziehung, bestenfalls, hoffentlich. Und wenn ich dann so vorstellen würde, mein eigenes Kind da anzufeuern, wie es vögelt, also ich weiß nicht, ich fände das irgendwie falsch. Macht das Sinn? Also ich bin ziemlich offen erzogen worden. Mhm. Also da war nie irgendwie, dass das Thema Sex oder so Tabuthema war oder man sich irgendwie dann komisch gefühlt hat. So, ich kann mit meinen Eltern immer über alles reden. Da war nie irgendwie ein Problem. Heißt, ich bin da relativ offen mit und keine Ahnung, hätte ich jetzt einen Partner und wäre mit dem im Team und ich höre, da läuft jemand an der Tür vorbei, ja, meine Güte. Ne? Ja. Das ist nicht unbedingt das, was man will mit seiner Familie, aber shit happens. Ja, ja. Aber das finde ich schon echt so ein bisschen zu viel. Ja. Wie gesagt, wenn es irgendwie ums Kindermachen geht und da die Tradition herkommt, okay, dann könnte ich mir, wie gesagt, noch irgendwo einen Schuh draus vielleicht machen. Vielleicht ist es ja so ein bisschen das, dass es ursprünglich war, dass es keinen Sex vor der Ehe gab und dann da die Ehe vollzogen wurde und dann war es irgendwann egal. Ja, aber dann ist es doch jetzt Schwachsinn. So, dann ist doch irgendwie der Sinn der Tradition halt auch schon wieder hin. Dann ist es ja auch irgendwie nicht so durchzogen. Dann musst du auch den ganzen Teil davor mitnehmen. Schon eigentlich. So, sonst ist es ja Bullshit. Und sonst, wenn es halt wirklich darum geht und sie auch sagt, ja, du kannst ja auch fake, also wir können es ja stellen, dann kannst du es auch direkt lassen. Ja. Also, was soll das denn? Voll, vor allem, er ist da so rein, er hat das noch nie gehört und auf einmal, also wir wissen ja auch nicht mehr, die sind 23, da hatte ich auch noch krass viele Komplexe. Weiß nicht, wie sicher er da mit sich ist und alles. Also, weiß nicht, wie ich das meine. Können wir im Übrigen mal kurz festhalten, wie viele Leute so jung heiraten? I know, ist ein bisschen krass, ne? Wie geht das? Ich habe auch gehört, dass der Trend zum Heiraten in der Gen Z und so wieder Richtung jünger geht. Is a thing. Der ist an mir vorbeigegangen. Das ist okay. Und da war ich gerade Gassi. Ja, ich will mal den Top-Kommentar vorlesen. Ja, bitte. Der ist dann auch noch mal ein bisschen länger, aber ich glaube, es ist wild. Aber du hast schon gesehen, wie lange er ist. Ich sehe nur so Text drei Absätze. Here we come. Kommentar. Top-Kommentar.
Sie weiß definitiv, dass das seltsam ist und dass du wahrscheinlich ein Problem damit haben würdest, sonst hätte sie es dir schon viel früher erzählt. Fairer Punkt eigentlich, ne? Ja, vor allem sie hat ja auch direkt eingelenkt und gesagt so, hey. Müssen wir nicht. Ne, ja. Wir müssen, können hier auch irgendwie Wege drumherum gehen. Ja, ja. Wenn man Geschichten über Schwiegereltern hört, die Stress in der Ehe verursachen, geht es fast immer darum, dass normale Grenzen nicht respektiert werden. Wenn du dem Ganzen zustimmst, wird das nur der Anfang sein. Du kannst mit einem ständigen Kampf um Grenzen rechnen. Und wenn deine Frau in diesen Auseinandersetzungen nicht zu 100% hinter dir steht, brauchst du es erst gar nicht zu versuchen. Das Leben ist zu kurz, um das Gefühl zu haben, dass du nur ein Teilhaber in deiner eigenen Ehe bist. Möchtest du, dass sie bestimmen, wo ihr leben könnt, welchen Job du annehmen darfst, wie eure Kinder erzogen werden, wohin ihr in den Urlaub fahrt, wie ihr eure Kinder nennen wollt und so weiter? Wenn deine Kinder später heiraten, sollen sie dann auch solchen Traditionen unterworfen werden? Welche anderen Traditionen werden sie dir wohl in letzter Minute noch aufzwingen und hoffen, dass du einfach mitmachst? Mein Rat wäre, deiner Verlobten zu erklären, was eine Bettzeremonie ist und was sie bedeutet. Es geht dabei im Wesentlichen um Jungfräulichkeit und die Implikation, dass eine Frau nichts wert ist, wenn sie das nicht vorweisen kann. Sprich mit ihr über Grenzen und darüber, dass ihr als Paar ein Team seid, nicht zwei Minderheitsstimmen in einem Familienrat. Geh nicht zur Familie und sage, dass du das nicht machst. Sie muss das tun. Sie muss zeigen, dass sie sich, wenn nötig, auf deine Seite stellt. Wenn sie das nicht tun kann, würde ich die Hochzeit absagen. Viel Glück und ich hoffe, du hältst uns auf dem Laufenden. Ja, den letzten Satz fühle ich. Und ja. Ja, das ist halt eben der Punkt. Es bringt nichts, wenn er nichts sagt, weil es tut mir leid, dass er selber sagt, so, ey, ich bin eigentlich eher der Ruhigere und da sind super viele starke Charaktere in der Familie. Ich bin auch so, was heißt starke Persönlichkeiten? Ich habe oft das Gefühl, es wird benutzt für Menschen, die laut sind und Grenzen überschreiten. Ja. Doch, ne? Ja, geht. Das war auch das Erste, was ich im Kopf hatte. Mm. Das ist eigentlich ein guter Test. Also ich bin ja nie jemand, der so grundsätzlich sagt so, oh, du musst Menschen testen. Aber es gibt einfach, finde ich, Situationen, in der gezeigt wird, wie ist die Person und hält sie zu dir oder lässt sie dich halt? Ja. Also ich finde, ne, es muss, ein Partner muss nicht immer voll hinter einem stehen. Man darf verschiedene Meinungen haben, Hauptsache man findet einen Konsens. Ja. Und tritt als Team auf, gerade wenn man eben heiraten will. Mit 23 natürlich schwierig, weil da bist du wahrscheinlich selber noch in deiner Identitätskrise. Aber ja, nothing to add. Mm, ja, ich finde, das war auch so ein richtiger, das war so ein richtig guter Rat. So, ich würde sagen, dem kann ich mich anschließen und ich finde das auch sinnvoll. Stimmt, er muss ja dann auch die eigenen Kinder dieser Tradition unterwerfen. Ja. Und da ist, glaube ich, noch dieses Ding, dass man sich so ein bisschen abnabelt von den Eltern. Und ja, ich meine, du sagst ja auch so, hey, nichts gegen Traditionen, aber ich habe schon oft das Gefühl, dass Traditionen manchmal doch einen schwierigen Ursprung haben oder einen schwierigen Hintergrund. Nicht alle, ne? Aber solche. Ich wollte gerade sagen, ich finde, Tradition ist ja ein super weiter Begriff. Ja. So, du kannst ja sowas haben, wie er auch beschrieben hat, so wo das herkommt. Ich habe auch letztens irgendwie einen Beitrag gelesen über Thema Hochzeit. Irgendwie, dass der Hochzeitsschleier früher immer unten war. Das ist ja so Tradition. Dass der Bräutigam die Braut dann erst vorne gesehen hat und quasi nicht mehr weggehen konnte, wenn sie scheiße aussah. Doch, das habe ich auch gehört. Ja, ja, das ist halt auch krass. Sowas. Und dann denkst du dir so, heutzutage, ja, okay, ist vielleicht eine süße Tradition, aber du weißt den Hintergrund nicht. Ja, ja. So, und dann gibt es aber Tradition, dass ihr irgendwie Weihnachten alle hier irgendwie Weihnachtslieder singt. Ja, das ist schon so eine schöne Tradition. So kleine, so eine süße, die positiv für alle ist und nicht dich irgendwie einschneidet in irgendeiner Art und Weise. Ja. Und wie er schon sagt, wenn das jetzt schon kommt, was kommt denn, wenn Kinder im Spiel sind? Was kommt denn, wenn was steckt dann noch hinter? Wenn der Bund der Ehe erst abgeschlossen genau, ist. Genau, wenn ne? er was quasi dann? Die Katze im Sack ist. Das ist so ein kleiner Vorgeschmack, ne? Ja. Ja. Ja, Leute, damit sind wir auch am Ende unserer Folge angelangt. Ich hoffe, ihr fandet dieses Hochzeitsdrama genauso juicy wie ich und hoffentlich du auch. Ja. Und schreibt uns, wenn ihr Traditionen habt, die weird sind oder witzig sind. Ich würde es mega gerne wissen, weil ich sowas auch immer voll spannend finde und glaube, so unterschiedliche Familien haben auch einfach teilweise andere Traditionen, die einem. Ich würde voll gerne die schönen Traditionen ja, hören. Ja, voll. Ja, das irgendwie so dieses typische, so irgendwas Blaues, irgendwas Altes, irgendwas Geliehenes, so zur Hochzeit. Da gibt es doch bestimmt noch irgendwelche so süßen Sachen, keine Ahnung. Genau. Teilt die voll gerne mit uns. Ich lasse euch auf jeden Fall so einen Fragesticker auch auf Spotify, wenn ihr nicht auf YouTube seid. Damit verabschiede ich mich. Ich bedanke mich bei dir als Gästin. Ich bedanke mich Ich bedanke mich bei euch als HörerInnen und damit sehen wir uns nächste Woche. Ich küsse eure Augen und macht es gut. Ciao, ciao. Tschüss.